Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Spotlight. Mein Name ist Hans-Georg Büschelberger, Business Coach und Partner von Action Coach. Und heute bei mir zu Gast im Interview Mirko Laube, einer der Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Better Soul GmbH. Vielen Dank, Herr Laube, für Ihre Zusage zum Interview. Und Danke für die dann Einladung. ist gern geschehen. Und dann erzählen Sie unseren Zuschauern doch einmal, was macht die Better Soul GmbH und seit wie lange? Wir prüfen gebrauchte Solarmodule auf Wiederverwendbarkeit und können so diese Solarmodule, die normalerweise entsorgt werden, wieder in den Markt einführen und ja, zu einem günstigen Preis wieder verkaufen und so damit das Leben dieser Solarmodule im Prinzip verlängern. Die Solarmodule unterliegen gewissen Alterungserscheinungen oder sind das auch einfach Schäden, wo die Oberfläche einen Sprung hat oder welche Form der Überarbeitung können Sie leisten? Genau, die Solarmodule altern langsam mit der Zeit. Wenn es keine äußeren Einflüsse gibt, dann handelt es sich einfach um diese Materialalterung in dem Modul. Und dabei können viele Schäden gar nicht mit dem bloßen Auge erkannt werden. Und deswegen haben wir dafür ein Testverfahren, nutzen wir dafür ein Testverfahren, was es so auch schon gibt. Und können damit die Oberfläche von dem Siliz von dieser Siliziumschicht prüfen und auch prüfen, wie der Wirkungsgrad, also wie die Leistung von dem Solarmodul noch ist. Und normalerweise altern diese Solarmodule relativ langsam. Also wenn es keine äußeren Einflüsse gibt, dann ist die der Verlust des Wirkungsgrades jedes Jahr bei ungefähr 0,5%. Und so hat man dann am Ende, weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein Solarmodul 10 Jahre alt ist, dann hat es 5% des Wirkungsgrades verloren. Ist also noch sehr leistungsfähig. Und das können wir mit unseren Tests bestimmen, wie gut es noch ist. Okay. Das heißt, Ihre Kunden sind dann, sage ich mal, eher die Privatleute, die Solarmodule auf dem Dach haben, oder sind das auch größere Firmen, die Solarmodule einsetzen und die dann auch in der überarbeiteten Form wieder zurücknehmen? Das sind größtenteils Privatpersonen, die bei uns kaufen, aber auch Industrieunternehmen, die einfach große Hallendächer haben. Also so ein bisschen die Gewerbefläche kann man ja gut nutzen für Solarmodule. Aber es ist jetzt nicht so, dass davon ein Solarpark wieder bebaut wird. Also die Solarmodule gehen eher Richtung Privatkunden. Okay. Und das ist dann der Privatkunde, der zu Ihnen kommt und sagt, okay, ich habe das Gefühl, meine Module haben ein bisschen an Wirkung verloren, können Sie die mal überarbeiten? Und der nimmt die dann zurück oder ist das ein anderer Markt, der diese gebrauchten und überarbeiteten Module dann letztlich für sich nutzt? Nee, das ist ein anderer Markt. Also wir beziehen die Solarmodule größtenteils von Solarparkbetreibern. Da in dem Fall häufig oder vor allem seit diesem Jahr können Solarparks repowered werden. Das heißt, die dürfen einfach neu bestückt werden. Und das ist für den Solarparkbetreiber schon nach ein paar Jahren sehr wirtschaftlich, einfach weil die neuen Solarmodule, die sind nun mal effizienter. Da kann man auf die gleiche Fläche viel mehr Strom generieren. Und deswegen werden Solarparks nach und nach abgebaut. Und diese ganzen Solarmodule sind normalerweise noch gut, wenn da jetzt nichts groß was dran passiert ist. Also wenn da jetzt kein Riss im Glas oder in der Rückseitenfolie ist, dann sind diese Solarmodule normalerweise noch gut, wenn die erst so 7, 8 Jahre alt sind. Und diese werden normalerweise dann eigentlich entsorgt. Und wir wollen uns noch vor die Entsorgung stellen und im Prinzip dann vorher noch testen, ob die noch gut sind. Wenn die schlecht sind, dann müssen die natürlich entsorgt werden. Aber wenn die noch gut sind, dann können wir die an
andere Kunden wieder verkaufen. Also es ist so ein Okay. bisschen, der Strom kommt aus dem Solarpark und geht aber weiter zum Privatkunden. Es ist nicht so gedacht, dass der Privatkunde die Solarmodule zu uns schickt und dann wieder zurückbekommt. Also es ist weniger als Dienstleistung gedacht, die wir betreiben können, sondern eher einfach als ja, Verkauf. Diese Dienstleistungen haben wir, also es haben wir auch so alles noch im Hinterkopf. Das wird auch irgendwann nochmal geplant werden, aber momentan ist es noch so, dass wir einfach nur testen und verkaufen. Ja, ist ja auf jeden Fall die sinnvollere Weiterverwendung von solchen Modulen, als sie zu verschrotten. Ich weiß nicht, selbst in der Verschrottung wird ja da keiner wahrscheinlich das Silizium, die Siliziumschichten oder sowas irgendwie aufnehmen und recyceln oder weiter benutzen wollen. Also auf jeden Fall ein deutlicher Beitrag zu nachhaltigen Wirtschaften mit dieser Vorgehensweise. Genau, also normalerweise ist es wirklich so, dass die Solarmodule oder allgemein Geräte müssen mit, wie heißt es, also 80% des Gerätes muss recycelt werden, aber das geht immer nach dem Gewicht. Das heißt, bei einem Solarmodul hat man das Glas und den Aluminiumrahmen und das macht schon mehr als 80% des Gewichtes aus. Und wenn das abgetrennt wird, dann hat man diese Quote erreicht, aber diese kritischen Ressourcen wie zum Beispiel Silber oder Silizium, die dann einfach auf dem Schrott. Na gut, okay. Nee, Finde ich. ist auf jeden Fall eine interessante Vorgehensweise und ein interessantes Konzept. Klingt auch nach einer zukünftigen Erfolgsstory. Sie haben ja noch nicht so lange das Unternehmen gegründet. Ich glaube, irgendwie 2022 oder sowas. Genau, es sind noch relativ jung dabei. Okay. Und das sind jetzt momentan Sie und Ihre Gründungspartnerin. Und da wird jetzt drüber nachgedacht, da so nach und nach auch eine Organisation aufzubauen. Genau, also wir sind momentan noch nur zu zweit. Und wir haben momentan auch zwei Praktikanten da, die aber auch nicht mehr lange da sein werden. Aber generell ist es so geplant, dass wir uns organisch nach und nach immer weiter aufbauen und dass unser Unternehmen natürlich wächst und nicht irgendwie gezwungen, dass wir jetzt möglichst viel Umsatz machen. Und wir haben auch keine Investoren drin, die jetzt irgendwie was möglichst schnell zurückbekommen wollen, sondern wir leben gerade noch von der Förderung. Die zumindest von uns Gründern das Gehalt bezahlt. Und dadurch haben wir so ein bisschen diesen Rückhalt, dass wir uns alleine organisch aufbauen können und dann können wir nach und nach Mitarbeiter einstellen. Okay, cooles Konzept auf jeden Fall. Gratulation und wünsche Ihnen für die Zukunft da in dem Bereich auch wirklich viel Erfolg, weil ich glaube, das ist sehr sinnvoll, was Sie machen und der Erfolg sei Ihnen gegönnt. Danke. Jetzt sind Sie ja noch nicht so fürchterlich lange Unternehmer, aber gab es denn irgendwie eine Erkenntnis, die Sie so in den letzten 2 Jahren vielleicht als Unternehmer haben lernen müssen, die Sie vielleicht ursprünglich gar nicht auf dem Radarschirm gehabt haben? Also das ist jetzt irgendwas, was ich schon vorher auf dem Radar hatte, einfach, dass man in allen Bereichen irgendwie was zu tun hat. Das ist wirklich vom Marketing bis zur Technik bis zum, weiß nicht, Personal einstellen und organisieren, hat man wirklich überall was zu tun. Und das ist irgendwie schon ganz interessant, mal Einblicke zu bekommen, was man ja normalerweise als Arbeitnehmer nicht so richtig hat. Und was ich auf jeden Fall schon gemerkt habe, ist, dass das, was man plant zu tun, nochmal viel, normalerweise viel länger dauert, als es geplant ist. Und die ganze Arbeit um Projekte drumherum bläht sich sehr doll auf, sodass am Ende so dass Pläne relativ schwer einzuhalten sind. Ja, das ist durchaus eine Situation, die viele Unternehmer kennen und da kommen wir dann durchaus ins Spiel. Aber Sie haben ja nun eine Vorstellung, wie sich dieses Unternehmen, sage ich mal, weiterentwickeln soll. Wo würden Sie es denn mit einem 5-Jahres-Horizont, wo würden Sie es denn gerne sehen?
Was wären so aus Ihrer Sicht zum momentanen Zeitpunkt die größten Herausforderungen oder Hürden, dahin zu kommen? Also in 5 Jahren würde ich sagen, sind wir nicht mehr nur noch in Deutschland aktiv, sondern Solarmodul Reusing ist vor allem auch in Südeuropa relativ interessant, weil da einfach die Sonnenstunden, auch die gebrauchten beziehungsweise die etwas älteren Module, die nicht diesen Wirkungsgrad von den neuen Modulen mehr haben. Die sind auch eher in Südeuropa relativ sinnvoll und dadurch haben wir den Plan, dass wir langfristig auch Richtung Spanien oder Italien gehen und dort auch den Markt nutzen würden, um dort Solarmodule zu prüfen. Es ist ja im Prinzip in ganz Europa so, dass also es ist ja nicht nur in Deutschland so, dass die meisten Solarmodule entsorgt werden, obwohl sie noch gut sind, sondern es ist ja eigentlich weltweit so. Deswegen, das ist so der Plan, dass wir uns ein bisschen weiter ausweiten und mehrere Standorte aufbauen. Und um dahin zu kommen, ist momentan allerdings noch ein ganz großer Punkt die Reichweite, die wir generieren müssen. Also es ist man muss so ein bisschen an die Masse gelangen. Also man muss irgendwie versuchen, den Kunden Begriff im Kopf zu sein. Und wenn man an gebrauchte Solarmodule an günstige Solarmodule denkt, dann muss unser Name irgendwie in den Kopf kommen. Und das ist gerade ein ganz großes Thema bei uns. Also ich kann mir vorstellen, das ist ja, ich sag mal, eine doppelte Herausforderung, was Marketing angeht. Einerseits die Leute zu erreichen, die solche Solarparks betreiben und da Interesse haben, also gealterte Module abzugeben. Und dann eben das Marketing für den neuen Kunden, der dann überarbeitete Module nimmt. Wie groß muss man sich denn so eine Produktion oder so einen Teststandort denken? Ist das eine große Fabrikhalle? Ist das eher auf überschaubarem Raum unterzubringen? Die Testhalle ist im Prinzip gar nicht mal so groß. Also die Teststraße, ja, weiß nicht, da reichen 10, 15 Meter in der Länge und nochmal 5 bis 10 Meter in der Breite, um eine einfache Teststraße zu nutzen. Wenn man das jetzt nochmal weiter automatisiert und irgendwelche Roboterarme zum Beispiel nutzen würde, um die Solarmodule automatisch auf das Band packen zu können, dann muss das noch ein bisschen größer gedacht werden, aber eigentlich benötigt man dafür nicht viel Platz. Allerdings braucht man für die Logistik, für die Lagerung ein bisschen mehr Platz, weil Solarmodule auch nicht zu hoch übereinander gestapelt werden können, weil sie sich einfach dann durch die eigene Last zerdrücken würden und dann hat die ganze Prüfung vorher gar keinen Sinn ergeben. Deswegen, ja, für die Lagerung muss man ein bisschen mehr Platz einplanen, aber auch das ist jetzt nicht übermäßig groß. Okay, aber das ist eine Frage der Skalierung und nur eine Frage, je nachdem, wie schnell sich das Unternehmen entwickelt, beziehungsweise mit welchen Durchsätzen zu rechnen ist, dann muss man halt gegebenenfalls überlegen, in welchem Umfang man in solche Fertigungs- oder Prüfstraßen irgendwie halt auch investiert. Das ist klar. Genau. Gut, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich drücke Ihnen wirklich die Daumen. Ich werde das auch weiter verfolgen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und hätte noch eine letzte Frage an Sie, obwohl das vielleicht noch gar nicht so lange her ist. Aber wenn Sie Ihrem eigenen 18-jährigen Ich begegnen würden, was würden Sie dem denn aus heutiger Sicht mit aus dem Weg geben? Ich habe mir auf jeden Fall lange Zeit gedacht, also, oder denke ich auch immer noch, dass ich nach der Schule auf jeden Fall mal ein Jahr hätte zurücktreten müssen, um so ein bisschen schauen zu können, in welche Richtung will ich überhaupt gehen, so was ist mein Interesse, was ist das, was mich bewegt, worauf habe ich wirklich Lust und nicht einfach stumpf aus der Schule direkt ins Studium zu gehen oder in die Ausbildung.
und einfach so ein bisschen diesen Weitblick verlieren, sondern dann ist man ja wirklich immer nur in diesem Hamsterrad oder also man schaut immer nur bis zum nächsten halben Jahr, was habe ich in den nächsten halben Jahr zu tun, was meine Aufgaben, wo kriege ich, weiß nicht, zum Beispiel meinen Unterhalt her. Und wenn man die Möglichkeit hat, das ist natürlich auch ein Privileg, wenn man nach der Schule erstmal ein bisschen Zeit hat, um über das Leben nachzudenken. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dann würde ich meinem 18-jährigen Ich raten, nimm dir die Zeit, überleg nochmal, was ist wirklich dein Interesse und dann kann man immer noch loslegen. Man ist nie zu alt, um irgendwas Neues anzufangen. Das ist richtig. Das ist ein guter Rat und bringt mich noch zu einer letzten Frage. Hat das, was Sie jetzt tun, steht das noch im Zusammenhang mit Ihrem Studium oder ist das was völlig anderes geworden? Bisschen. Also ich habe im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert Okay. und als Ingenieur, also es hilft, Ingenieur zu sein, wenn es jetzt zum Beispiel um diese Testanlage, um diese Teststraße geht. Und auch allgemein, dieses Wirtschaftsingenieurwesen hilft natürlich auch in allen möglichen Bereichen, Richtung Marketing und Organisation der Unternehmensstruktur und Finanzen und alles Mögliche in die Richtung. Und im Master bin ich dann zur Wirtschaftsinformatik gewechselt. Und dieser Informatikbereich hilft mir auch, um wieder an der Teststraße arbeiten zu können und Software schreiben zu können und so weiter. Das Okay. heißt, ein bisschen hilft das Studium schon dabei, ist aber nicht absolut notwendig dafür. Okay. Herr Laube, ich darf mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und für diese Einblicke bedanken, insbesondere in das spannende Unternehmenskonzept und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.